Astro-Rebellen in Manuel hier. Dieses Video beinhaltet das Thema Mars in Widder. Mars wird in diesem Zeichen bis 6. Januar 2021 stehen. Und dieser Planet wird in seinem Domizil, also im Widder, stehen. Domizil heißt, die Kräfte dieses Planeten werden sich sehr intensiv entfalten können, denn das ist das Zeichen, welches von Mars beherrscht wird, also Widder hat mit Neubeginn zu tun. Hier sind die Kräfte des Mars, Durchsetzungskraft, Mut, Tatkraft, stark und sie können sich sehr gut entfalten, auch wenn wir einen Aspekt zwischen Mars und Saturn im Laufe dieses Transits haben werden. Wir haben eine sehr spannende Konstellation. Diese war sehr, sehr lange in der Vergangenheit vielleicht vorhanden, vielleicht gab es eine ähnliche Konstellation, aber das, was wir in diesem Jahr haben mit Mars, ist wirklich sehr ungewöhnlich, aufgrund dessen, dass wir drei Quadraturen haben zwischen Mars, Jupiter, Mars, Pluto und Mars, Saturn. Das dürfte in den kommenden Monaten, also vom August bis Januar, für viel Aufregung sorgen. Diese Aufregung beinhaltet viel Spannung. Konfliktsituationen können auch die Folge sein. Wir möchten wissen, was diese drei Quadraturen beinhalten. Dafür habe ich drei Lemmas geschrieben. Also ich habe einen Satz pro Aspekt geschrieben. Also wir haben die erste Quadratur bzw. Spannungsaspekt zwischen Mars und Jupiter. Dieses Lemma lautet: Mut und Tatkraft verbunden mit großer Spannung. Mars ist Mut und Jupiter vergrößert alles. Also wir haben eine große Spannung, die sich in der Welt sichtbar machen wird. Jupiter beherrscht über Menschen, die sehr bekannt und berühmt sind. Mars ist Mut, Tatkraft, unter anderem auch Aggressivität oder aggressive Taten. Dann haben wir die zweite Quadratur zwischen Mars und Pluto. Und das Lemma lautet: explosive Veranlagung verbunden mit Zornausbrüchen. Das habe ich geschrieben. Warum explosiv? Wir wissen, dass Pluto ein Planet ist, welcher eine große Kraft in sich trägt. Eine Kraft, die nicht sichtbar ist, aber es ist die größte Kraft, was es aus der astrologischen Sicht gibt. Also wir haben Pluto, eine ganz intensive und dunkle Kraft, die übrigens schon ab Anfang dieses Jahres 2020 mit Saturn in Berührung kam. Und wir wissen schon, was die Auswirkung davon war und ist. Aber dann haben wir diese Quadratur mit Pluto. Wie gesagt, also hier gibt es eine wahnsinnige Kraft, die viel Aufregung und sogar Umbrüche verursachen kann. Ich kann mir vorstellen, Vulkanausbruch. Ich kann mir vorstellen, Erdbeben.
ein großes Erdbeben. Was die Menschen an sich anbelangt, Zornausbrüchen, Protest, Krisensituationen sind möglich. Ja, also das kommt plötzlich mit Pluto, also diese Ausbrüche, die kommen unerwartet zur Oberfläche. So, dann haben wir die letzte Quadratur. Wir haben das Lema von Saturn und Mars. Also beide sind im Quadrat zueinander. Das Lema lautet: frustrierende Ergebnisse, die Gefühle der Wut und der Hilflosigkeit erzeugen. Man darf diese Kombination Mars-Saturn im Quadrat sich so vorstellen, als würde man gegen die Wand stoßen. Saturn ist die Wand. Und das heißt, deswegen habe ich geschrieben, frustrierende Ergebnisse, weil es gibt eine Fraktion, die irgendwelche Pläne hat, und dann gibt es einen Stoß, also dann gibt es eine andere Fraktion, die dagegen kämpft. Und dann haben wir eine riesige Spannung, kombiniert mit Mars-Pluto, Mars-Jupiter. Jupiter macht alles größer, Pluto macht alles intensiver, und Saturn ist die Frustration. Saturn ist auch diese sogenannte Hilflosigkeit in Kombination zu Mars. Und natürlich auch viel Wut und Unzufriedenheit aufgrund von Einschränkungen. Saturn sind die Einschränkungen. Also im Grunde genommen bin ich einfach nur ein Übersetzer von den planetarischen Energien, die sich vielfältig manifestieren können. Also ich habe natürlich eine Palette von Möglichkeiten. Krieg, Vulkanausbruch, Erdbeben, Krisensituationen, Terror. Also das kann man sich alles vorstellen, wenn man diese Kombinationen analysiert, ja, als Astrologe. Aber die Zukunft ist nicht hundertprozentig garantiert. Ich kann als Astrologe von Wahrscheinlichkeitsgraden sprechen. Nicht alles ist in der Zukunft bestimmt und garantiert. Vieles hängt im Wesentlichen davon ab, ob die Menschen bereit sind, ihre Freiheit auszuüben, beziehungsweise ihre Verantwortungen zu übernehmen, individuell, ja, dass man in der Lage ist, die Zukunft irgendwie zu beeinflussen, zu bestimmen, mit positiven Gedanken, mit positiven Einstellungen und proaktive Handlungen. Also wenn man positiv denkt, dann kann man die Zukunft im Jetzt bestimmen, und das heißt, diese Schwingungen, die sehr schlecht sein könnten, würden sich nicht so kritisch und dramatisch äußern. Also man hat schon eine gewisse Macht, und man kann diese Macht individuell auch umsetzen. Es hängt davon ab, ob es eine kritische Masse an Menschen erreicht wird. Eine kritische Masse, spirituell gesehen, heißt Menschen, die diese Kräfte bewusst in ihrem Denken beeinflussen. Und das können wir nur jetzt machen, damit diese Quadraturen Mars-Jupiter, Mars-Pluto, Mars-Saturn sich nicht so krass und nicht so extrem äußern. Ansonsten, wenn diese kritische Masse von Menschen nicht erreicht wird, und ich meine, ich weiß nicht, wie hoch muss die Zahl an Menschen sein, dann wird das Schlimmste kann geschehen. Ja, also das muss man schon wissen, aber es ist nicht hundertprozentig alles garantiert. Weil das, was ich betreibe, ist kein Orakel, Hokuspokus oder Prophezeiungen. Was ich mache, ist eine wissenschaftliche Arbeit. Astrologie ist eine Wissenschaft, für mich zumindest, weil ich ja die Sache sehr rationell und vernünftig
herangehe. Und meine Kenntnisse davon sind sehr, sehr viele, obwohl es immer wieder etwas zu lernen gibt in der Astrologie. Man lernt nie zu Ende. Dennoch, ich würde sagen, Astrologie ist zumindest für mich eine Wissenschaft. Und die Auswirkungen von planetarischen Synchronien und Energien, die sehe ich ja täglich, nicht nur in der Welt, sondern auch bei meinen Kunden. Ja, also hier geht es nicht ums Glauben oder Vermutungen, hier geht es rein, im Grunde genommen, es geht um die Tatsachen, ja, die Tatsachen, die im Horoskop zu sehen sind. Dass Astrologie kompliziert ist, ja, es ist kompliziert, aber ich würde den Menschen empfehlen, die glauben, ja, dass Astrologie Quatsch sei, dass sie sich mit dem Thema richtig und tiefgründig beschäftigen, so wie ich das tue. Und dafür braucht man natürlich viele Jahre. Ich meine, das geht nicht von heute auf morgen, dass man diese Sprache lernt, denn das ist eine Sprache, die Sprache des Himmels, der Sternen. Und wenn man das gelernt hat, dann kann man sich eine Meinung bilden. Okay, aber nicht davor. Aber das, was ich euch sage, wie gesagt, es ist eine Wahrscheinlichkeit und es ist wahrscheinlich, das kann ich jetzt als Fazit sagen, dass hier nicht so nette Ereignisse in der Welt geschehen. Mars ist ein Übeltäter in der Astrologie, genauso wie Pluto, genauso wie Saturn. Jupiter nicht, es ist der größte Wohltäter. Dennoch sehen wir diese Pluto-Saturn-Geschichte immer noch und diese zwei kombiniert. Die können sehr gefährlich sein, vor allem jetzt mit Mars. Wir hatten bis jetzt eine ruhige Krise oder einen ruhigen Prozess, kollektiven Prozess. Wer weiß, was nächstes Jahr kommt. Ne, weil nächstes Jahr haben wir eine ganz andere Schwingung, eine ganz andere Energie, die schon im Januar und Februar beginnt. Das ist sehr spannend. Aber das wäre ein neues Video. Also, wie gesagt, Leute, also Astro-Rebellen, ich bin immer bereit, jede einzelne Person zu beraten und zu helfen. Es ist keine leichte Energie, die wir haben. Und je nachdem, was Mars im Horoskop beherrscht, welches Haus, beziehungsweise je nach Lebensbereich, wo Mars die Herrschaft hat, dann weicht die Auswirkung des Mars ab. Und also man muss sich prinzipiell nur das Haus anschauen, die von Widder beherrscht wird. Natürlich muss man auch berücksichtigen, wo Mars im Geburtshoroskop steht. Und dann kann man so ein Gefühl haben, ja, was heißt für mich persönlich diese Quadraturen. Aber wenn ihr meine Hilfe dabei braucht, also ich bin immer da, auch für Menschen, die keine Ahnung von Astrologie haben, dann kann ich euch beraten und sagen, schau mal, du hast das und das und das. Das ist möglich, das ist eher weniger möglich. Wie gesagt, ich spreche von Wahrscheinlichkeitsgraden, das ist kein Orakel. Astrologie ist eher eine Unterhaltung. Ich muss ja natürlich auch Fragen stellen, ja, zu meinen Kunden, um zu feststellen, wie sich die Sache in der Zukunft entwickeln kann. Astro-Rebellen, ich wünsche euch einen schönen Tag und ich wünsche euch auch viel Spaß mit diesen Quadraturen zwischen Mars und diesen drei großen Planeten Jupiter, Pluto und Saturn. Ich meine, Pluto scheint so klein zu sein, aber es hat eine riesige Kraft. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.